Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind hier am Ips-Stand und Ips ist das kultigste Magazin der Welt mit dem schönsten Känguru, also mir selber. Und Ips ist von 75 bis 2000 eine Kinderzeitschrift gewesen, in Westdeutschland wahnsinnig beliebt, unheimlich viele Fans und ist dann leider gestorben und wieder auferstanden 2012 als Erwachsenenmagazin und zwar als dieses tolle Erwachsenen-Lifetime-Magazin an jedem Kiosk in Deutschland, Österreich, Schweiz zu finden. Bei den Lifestyle-Magazinen, also zwischen Playboy und FHM. Und in jedem Heft findet sich ein Gimmick, zum Beispiel die Urzeitkrebse, winzige Lebensformen aus der Urzeit, aus der Juraperiode, oder der Eierbaum, ein fantastisches Gewächs aus Südamerika, an dem Ostereier wachsen. Oder dieses Trickmesser, was man sich in den Bauch rammen kann, eine echte Maschine zum Gelddrucken oder ein Flugsaurier-Skelett. Sehr stabil. Oder ein Solarofen. Ich bin die letzte Ips-Generation gewesen. Ips ist ja 2000, wie gesagt, gestorben. Ich habe von den Mid-90ern bis End-90ern Ips gelesen als Kind, war ein Riesenfan und habe dann studiert, habe Wirtschaft studiert und habe mich in meiner Abschlussarbeit wissenschaftlich beschäftigt mit Ips und habe ein Buch geschrieben, das hieß Ips, die verpasste Chance. Und da habe ich beschrieben, wie Ips in den 70er, 80er Jahren erfolgreich war und habe ein bisschen rumgesponnen, wie könnte man Ips wieder auf den Markt bringen. Und meine Grundidee war, okay, Ips könnte man wieder auf den Markt bringen, wenn man das für Erwachsene macht, weil Erwachsene lieben Ips, kennen Ips von früher und man könnte es als erstes Kinder für Erwachsene wieder auf den Markt bringen. Und der Egmont de Harper Verlag, bekannt durch Mickey Mouse, zusammen mit einigen sehr klugen Marketingleuten, haben gesagt, okay, das könnten wir machen und haben dann 2012 verrückterweise dieses Heft auf den Markt gebracht als erstes Kinder für Erwachsene. Und es war sehr erfolgreich, in den ersten 3 Tagen komplett ausverkauft. Und seitdem erscheinen wir mittlerweile alle 2 Monate. Wie hoch ist die Auflage? 120.000 Stück. Und ja, wir hoffen, dass es noch mehr Leser gibt und wir noch häufiger rauskommen und freuen uns natürlich auch über Leserbriefe. Auf Facebook sind wir mit über 100.000 Fans auch dabei und ja, bei der Messe ist es toll. Ganz viele kennen uns von früher und von heute. Es geht um 3D-Scan von Menschen, um zum einen ein 3D-Foto zu generieren, was man später auch eventuell ausdrucken kann oder einfach betrachten kann als Erinnerungsstück. Und das auf möglichst einfache Weise für den Maker, für jeden, der auch nicht viel mit Technik am Hut hat. Angefangen habe ich mit einem Makerboard Singomatic, mit einem 3D-Drucken. Da konnte man die noch gar nicht kaufen, diese fertigen 3D-Drucker. Den musste ich noch selbst zusammenbauen im Keller mit meinem Bruder.
Und ja, dann seit 2011 ungefähr war 3D immer ein Stichwort. Und so kam ich dann noch zum 3D-Scannen und dann zum Figuren-Scannen und Drucken. Kommerzielle Scanner sind sehr teuer und der Rest war schwer zu bedienen. Ich stehe auf Automatisierung und Produktion. Wenn man am Ende nur einen Knopf drückt und es läuft, dann bin ich froh. Mhm. Ziel ist es auch, dass es dann jeder bedienen kann, der auch nicht technikaffin ist und einfach direkt auf Knopfdruck und nicht rumlaufen muss, lernen muss, sich nicht zu bewegen über eine lange Zeit, sondern man setzt sich einfach drauf, wird gedreht, wird gescannt und der Anwender von dem Scanner, der drückt nur einen Knopf. Und das gefällt mir, dass das dann automatisch und reproduzierbar läuft. Das erste Mal war ich auf der ersten Maker Faire in Hannover. Ich glaube, über irgendeine Online-Anzeige oder in der CT stand das drin. Und ja, da hat es mich gepackt. Da habe ich auch so den Begriff Maker das erste Mal wahrgenommen. Früher hätte ich mich eher so in der Hacker-Kultur eingeordnet. Aber das schwankt ja jetzt. Hacker ist ja eher so ein krimineller Begriff. Als Maker kommt man sozial schon weiter.